Das muss man sich ja vorstellen. Ein Vergewaltiger eines 14-jährigen Mädchens wird auf freien Fuß gesetzt, nachdem er da irgendwie eine minimale Haftstrafe abgesessen hat, nachdem er das Leben einer Frau, einer jungen Frau zerstört hat. Und dann geht unsere Innenministerin hochpersönlich dahin und sagt, der Mann, der wird nicht abgeschoben. Das ist unverantwortlich. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit und mit einer verantwortlichen Politik rein gar nichts mehr zu tun.